Jestem. Działa głos. No, używam snu. Co więcej mogę zrobić? To nie tu. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. To pokój Fulko. To nie tu jest więzienie. Womit denn? To nie było tu. Jak to czym? Klucz do lochu. Kurwa. Do kufra. Womit denn? No i gdzie tu są lochy niby? To to? Przemiana w chrząszcza ewentualnie. No kurwa, musi tak być. Nie ma innej opcji. Tylko nie wiem, dlaczego nie mogę go użyć. Drzwi od jego pokoju. Czekajcie. Nicht zu holen. Nicht zu holen. Nicht zu holen. Dobra, chuj to. Róg i tak. Koszary, tunel, koszary, koszary. Klucz do bramy. Klucz Jonesa. Kajuty. I klucz do lochu. Nie mam go jakby. Kurwa, co jest? Tunel. Kajuty. Drzwi do jego pokoju. No kurwa, przecież ja mam wszystko. Kufer opieprzyłem, tak? Jak ja to zamknąłem? Źle coś. Kurwa, klucze mi jakby nie czytało. Może ja wziąłem wszystko oprócz klucza? Nie no. Powinienem mieć to normalnie. Co jest kurwa? Klucz. Koszary. 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 No ja to wczytam grę, czekajcie. Próg to jest 59.
Womit denn? Piszmy grę. Jeszcze raz. Klucz mi wyparował jakby z ekwipunku i nie jest czytany. Klucz w porcie. Koszary. Koszary, Ralf. Janus. Ogród. Flint. Port. Klucz do lochu. Womit denn? No to ten klucz. Czy lochy są gdzieś indziej? Dobra, kurwa, zmienię się w tego chrząszcza, bo się chyba nigdy nie dowiem. Chrząszcza. Piwnice. Czyli to nie jest ten. To gdzie więźniów trzymają? Więzień. Nie mam pojęcia, gdzie jest kurwa loch. To jest problem. Muszę przepierdolić cały zamek teraz. No loch to raczej w dół, ale cholera wie. Nikt mi kurwa nie powiedział podstawowej rzeczy, gdzie jest loch. Ja pierdzielę, ale głupoty, nie? Ty mi powiesz, kolego Telem? Hej. Nie. Nie powiesz mi. Nie mam pojęcia. Poważnie, nie mam pojęcia. To nie tu. To są piwnice. Ale to by mi wyglądało jak loch po prostu. Niezłe jaja. Kurwa, pomyliłem dwa miejsca. Tu byłem. Są takie po prostu pokoje. To nie tu. Tu też nie to. Tu jakoś. Nie, no też nie tu. Ja pierdzielę. Gdzie to jest? Może nie w tym w ogóle budynku. Nie mam pewności. Są tylko takie moje dedukcje pieprzone. Ale nieprofesjonalnie wychodzę, nie? Strasznie. Myślałem, że właśnie ta krata to jest to. No to nie tu. I tutaj tak samo, nie? Tu też nic nie ma. Może to naprawdę nie ten pokój. A może to w tamtym, kurwa? Cholera wie. Nic nie wiem. Kurwa, nic nie wiem. Womite. Tu też nie? Tu jest biblioteka jakaś. Może w tym głównie, nie wiem. Idziemy sprawdzić. Wszędzie. Kurwa, winiarnia jakaś. Tu tortury raczej jakieś bardziej. No to nie tu. No ale już śmierdzi tym przynajmniej. No ale to nie ten, nie ten pokój. Tu też cholera wie co jest. To jest po prostu jakiś pokój. O, na górze? To jacyś strażnicy tu śpią. Albo spali.
Tu w trollu nic nie ma schowanego? Nie ma. Kurwa, zwiedzasz sobie normalnie, przechodzisz przez całą tamorę, bo nie wiesz, gdzie jest loch. Nie wiem, tu może? To mi by przypominało. O, patrzcie, tam jest strażnik. Tam jest kurwa strażnik. To jest chyba poszlaka jakaś. Wcześniej go nigdy nie było. Loch! Okradłem cię. To jest loch. Loch i więzień. To to. Dla mnie loch to powinien być pod ziemią, a to nie jest pod ziemią. Wiktor. Hallo. Wrzut. Wer bist du? Noch nie einen Gefangenen gesehen? Komm, lass mich einfach in Ruhe. Warum sitzt du im Gefängnis? Weil... Ach, das glaubst du mir sowieso nicht. Du willst also damit sagen, dass du hier unschuldig sitzt? Genau das. Ich bin nur in die Stadt gekommen, um die Leute vor den Orksöldnern zu warnen. Aber mir glaubte sowieso keiner. Du kannst es ja mal versuchen. Erzähl mir doch mal, was du über die Söldner in Erfahrung gebracht hast. Nee, besser nicht. Damit bin ich schon einmal auf die Schnauze gefallen. Fulko ist also schuld daran, dass du hier sitzt? Genau so ist es. Und dabei wollte ich Bruno nur vor den Orksöldnern warnen. Aber anscheinend war genau das verkehrt. Was willst du damit sagen? Czyli chłopak chciał dobrze, jak widać. Mit den Söldnern unter einer Decke steckt. Fulko, der Vertraute des Statthalters. Das sind aber jetzt schwere Anschuldigungen. Ich weiß. Und darum wird mir auch niemand glauben. My też tak uważamy. Wie kommst du darauf, dass Fulko was mit den Orksöldnern zu tun hat? Da gibt es mehrere Gründe. Na, da bin ich gespannt. Ich war Zeuge eines Gespräches zwischen zwei Männern, als ich im Wald übernachtet habe. Sie sprachen davon, wie man am besten die Stadt in ihren Besitz bringen könnte. Der eine von den beiden musste aus der Stadt stammen. Er sollte abends die Stadttore öffnen, um die Söldner in die Stadt zu lassen. Leider war es zu dunkel, um jemanden erkennen zu können. Doch einer von den beiden gehörte ganz sicher zu den Orksöldnern. Und der andere? Der andere war Fulko. Bist du sicher? Ich denke, es war zu dunkel, um jemanden erkennen zu können. Nun, dein Name ist nicht gefallen. Aber als ich tags darauf nach Tamora ging, um mit Bruno zu sprechen, wurde ich zu Fulko geführt und da habe ich seine Stimme wiedererkannt. Das heißt noch lange nicht, dass es auch Fulko gewesen ist. Stimmen sind sich ähnlich. Da hast du schon recht. Aber als ich Fulko von meinem nächtlichen Abenteuer erzählte, wurde er leichenblass und ganz schön nervös. Als ich darauf bestand, den Statthalter zu sprechen, sagte er mir ziemlich erregt, dass er Bruno holen wollte. Ich sollte so lange vor der Burg warten. Aber nicht Bruno erschien, sondern zwei Wachen, die mich sofort festnahmen. Natürlich fragte ich, was ich verbrochen hätte, aber ich bekam überhaupt keine Antwort, sondern wurde sogleich in den Turm gesteckt. Czyli Fulko jest pośrednikiem z orkami. Und seit deiner Einkerkerung hat niemand mehr mit dir gesprochen? Weder Bruno noch Fulko? Weder noch. Und dabei sitze ich schon mindestens zwei Wochen hier. Nicht einmal mein Wärter spricht mit mir ein Wort. Nur beim ersten Mal, als er mir ein Stück Brot und etwas Wasser brachte, sagte er kurz, dass es ihm verboten wäre, mit mir zu sprechen. Ich war richtig fertig. Ich fragte mich die ganze Zeit, warum ich hier sitze. Hier im Kittchen hatte ich Zeit, über vieles nachzudenken. Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass Fulko vorhat, die Stadt an die Orksöldner zu verraten. Hast du Beweise, dass Fulko ein Verräter ist? Leider nicht. Doch, halt. Der Orksöldner sprach von einem Brief, den der Verräter in seinem Besitz haben muss. Einen Brief? Interessant. Wenn Fulko wirklich der Verräter ist, muss er diesen Brief haben. Kennst du vielleicht seinen Inhalt? Da fragst du mich zu viel. Ich habe keine Ahnung. Aber der Brief muss sehr wichtig sein, da der Söldner meinte, dass dieses Schreiben nicht in falsche Hände fallen dürfte. Dann sollten wir dieses Schreiben unbedingt in unseren Besitz bringen, damit wir Fulko überführen können. Czyli ist das noch wo okradać klucza? Er wird ja den Brief nicht irgendwo herumliegen haben. Entweder wird Fulko das Schreiben bei sich führen oder an einem sicheren Ort versteckt haben. Das nehme ich auch an. Na gut. Ich wünsche dir viel Glück. Mach's gut. Dajmy mu coś do jedzenia, chłopakowi, kurwa. Chciał dobrze. Czyli jeszcze nie koniec tego wątku. A akurat teraz to nie musimy jakoś bardzo dużo walczyć, więc mogę trochę ekspa sobie ponabijać.
Tak, bez walki. 17 poziom mamy. Janus. Ich habe mit dem Gefangenen gesprochen. Er sagte mir, dass Fulko mit den Orksöldnern unter einer Decke steckt. Tatsächlich? Diese Verräter? Das musst du sogleich seiner Exzellenz mitteilen. Alles zu seiner Zeit. Zunächst brauche ich einen Beweis, der Fulko überführen wird. Was für ein Beweis? Der Gefangene teilte mir mit, dass Fulko einen Brief in seinem Besitz haben müsste, der ihn belastet. Ich muss nur wissen, wo dieser sein könnte. Wenn dieser Brief so wichtig ist, dann wird er ihn entweder gut versteckt oder sogleich vernichtet haben. Er könnte ihn allerdings auch bei sich haben. Das glaube ich nicht. Fulko muss immer damit rechnen, mal mit solchen Vorwürfen konfrontiert zu werden. Wenn man bei so einer Situation den Brief bei ihm findet, ist es aus mit ihm. Da ist was. To może i w kufrze też nie ma. Gut. Hoffen wir, dass er den Brief noch nicht vernichtet hat. Wo aber könnte er dann sein? To jest strażnik, ich würde erstmal in seinem Zimmer suchen. Wäre das nicht etwas zu einfach? Warum? Die Truhe ist gut verschlossen und die Wache lässt niemanden ins Zimmer. Der Brief wäre aus. Dann müsste ich also Fulko den Schlüssel entwenden. Ich merke schon, ich werde noch Meister im. Sieht so aus. Was aber willst du mit der Wache machen? Na was schon, die werde ich schon. Dann verwende hierzu einen Schlafzauber. Ansonsten musst du damit rechnen. Gut, die Scha. Ich habe aber noch eine Bitte. Komm bitte zunächst. Ich muss mich mit eigenen Augen überzeugen, dass Fulko. Gut, einfach. Cholera wie, może kurwa zapierdoli ten list i powie nie, 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 nie. Śmie... Boję się. Kurwa, nikomu nie można ufać. Fulko, muszę ci ukraść klucz do tego. Hej, du. Mamy. Czyli to samo nam powiedzieli, żeby użyć zakręcia snu. Dobrze. Będzie dobrze. Kurwa, przez 10 minut szukałem teraz w tym odcinku klucza. Klucza. Lochu. List. Czytamy list. List do Fulko. Witaj Fulko, długo zamierzasz jeszcze czekać, aby Bruno raczył w końcu przekazać nam miasto? Z kilkoma miejskimi strażnikami jakoś sobie poradzimy. Po prostu otwórz w nocy wrota i ta mora nasza, Czako. Nie no, serio? Ich habe den Brief gefunden. Hier, lies. Tatsächlich. Fulko steckt mit den Orksöldnern unter eine Decke. Das hätte ich nie vermutet. Hier, hast du den Brief zurück. Du siehst, dass ich recht hatte. Nun kann ich Fulko überführen. Dann geh mit diesem Brief sogleich zum Statthalter. Das ist mir zu riskant. Dieser Fulko ist mir zu gerissen. Was willst du aber tun? No nic nie możemy, musimy dać to w końcu. Und ihm den Brief zeigen. Vielleicht begeht er einen Fehler. Du das lieber nicht. Er wird dich sicher ermorden wollen, wenn du ihm den Brief zeigst. Dazu gehören immer zwei. Keine Sorge. Na schön, wie du willst. Sam nie wiem, ale może rzeczywiście tak jest. Może rzeczywiście trzeba po prostu go rozwścieczyć. Chwila prawdy. Hey du. Ich weiß, dass du mit den Orksöldnern unter einer. Dann hast du wzdrygnął. So, wie kommst du denn auf den Unsinn? Bevor du mir das nicht beweisen kannst, brauchen wir erst gar nicht weiter zu reden. Ich kann es beweisen. Ich habe den Brief, den dir der Anführer der Orksöldner geschrieben hat, in meinem Besitz. Du hast mir nachspioniert.
Das sollst du büßen, du verdammter Schnüffler. Ale Bruno, spoko. Ja pierdolony, z mistrzem pierdolonej walki mieczem! Mistrz kurwa walki. So, wie kommst du denn auf den Unsinn? Bevor du mir das... Ich kann es beweisen. Du hast... Zeig's ihm! Schlag zu! Schlag zu! Schlag zu! Schlag zu! Schlag zu! Schlag zu! Miecz Paladyna. Zamków tam może. Fulko ist tot. Ha! So? Sag bloß, dass du für sein... Przecież kurwa stałeś obok. Fulko hat ein doppeltes Spiel getrieben. Er hat mit den Orksöldnern paktiert. Kannst du das beweisen? Er wurde gesehen, wie er sich am Abend mit dem Anführer der Orksöldner getroffen hat. Das ist allerdings verdächtig. Aber dafür kann es auch eine einfache Erklärung geben. Außerdem habe ich diesen Brief gefunden. Toż kurwa stałeś obok mnie, baranie. Zeig her. Ten Bruno głupi jest, ja pierdolę. Bei Innos. Du hast recht. Fulko war ein Verräter, der uns den Orks in die Hände spielen wollte. Also glaubt ihr mir? Natürlich. Dieser Beweis überzeugt mich endgültig. Wie konnte Fulko überhaupt so schnell euer Vertrauen gewinnen? Nun, eines Tages wurde mir ein Reisender gemeldet, der mich dringend zu sprechen wünschte. Zunächst wollte ich ihn gar nicht empfangen. Doch dann wurde mir gesagt, dass er eine sehr wichtige Nachricht hat. So empfing ich ihn schließlich. Was wollte er? Er kam schnell zur Sache. Als er vor mir stand, sagte er mir sogleich, dass er den Auftrag bekommen hätte, mich zu töten. Wie bitte? Ich habe mich doch jetzt verhört, oder? Nein, das hast du schon ganz richtig verstanden. Er sagte mir dann, dass er ein Assassine sei und von seinem Auftraggeber den Auftrag bekommen hätte, mich zu töten oder... Oder? Oder mit mir in Verhandlungen zu treten. Sobald er den Eindruck gewonnen hatte, einen klugen und verständigen Mann in mir gefunden zu haben. Interessant. Czyli ktoś przychodzi sobie, grozi mu, a ten spoko. Dann den Brief eines Schwarzmagiers namens Almansor, der mir in diesem Brief schrieb, dass meine Insel bald von den Orks angegriffen würde. Almansor schrieb weiter, dass ich meine Insel retten könne, wenn ich den Rat seines vertrauten Fulko befolgen würde. Und dieser riet mir, sogleich mit den Orks in Verhandlungen zu treten, sobald sie die Insel betreten würden. Und das habt ihr Fulko so ohne weiteres alles abgenommen? Nicht sofort. Ich wollte ihn zunächst in den Kerker werfen. Doch dann sagte Fulko, no tak, bo sam chciał zresztą tego. Dieses Briefes bald überzeugen könne. Da es nur noch wenige Tage dauern würde, bis die Orks eine Gruppe von Orksöldnern als Vorhut an Land setzten. Diese hätten den Auftrag, die Burg von Tamora so lange zu belagern, bis eine Ork-Armee die Insel erreichen würde. Es dauerte auch gar nicht lange, bis ich diese Nachricht bestätigt fand. 3 Tage später waren die Söldner auf der Insel und fingen mit der Belagerung an. So ernannte ich schließlich Fulko zu meinem Berater und gab ihm alle notwendigen Vollmachten, um mit dem Feind zu verhandeln. Du bist Idiot, ohne Brade. Ich vertraute ihm, da er einen ehrlichen Eindruck ob... Doch jetzt weiß ich, dass dieser Mistkerl nur ein falsches Spiel mit mir getrieben hat. Möge seine schwarze Seele dafür in ewiger... Was ist jetzt mit den Orksöldnern?
Nun, was soll schon mit diesen sein? Solange sie auf unserer Insel sind, trzeba ich wybić. Allerdings hat mir ihr Anführer Jacko vorgeschlagen, mit ihm zu verhandeln. Es gibt aber nur eine Lösung. Er muss mit seinen Männern die Insel verlassen. Und zwar sofort. Etwas anderes können wir nicht... Und wer soll mit Jacko verhandeln? Ursprünglich wollte das Fulko machen. Aber vielleicht könntest du das jetzt übernehmen. Warum sollte ich? Ganz einfach. Ich wäre dann bereit, König Roba bardziej skłonny. Als Herrscher von Tamor. Und deine Fragen bezüglich der Orkflotte würde ich dann allerdings erst dann, wenn unser Problem mit den Orksöldnern gelöst wäre. Gut, wo soll ich mich mit Jacko treffen? Am Fuße des Berges, der zwischen der Stadt und den beiden Orksöldnern. Aha. Ich würde gerne etwas über den Stammler wissen. Über den Stammler? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Meinst du, ich hätte nichts Besseres zu tun, als mich um irgendwelche Geister und Gespenster zu kümmern? Sprich lieber mit einem Diener Janus hierüber. Der kann dir sicher mehr über den Stammler sagen. Erst letztens hat er mir eine Gespenstergeschichte aufgetischt, die einfach unglaublich ist. Angeblich... To jest akurat prawda. Langsam habe ich den Eindruck, dass hier alle durchdrehen. Zadanie wykonane. Bardzo duży krok milowy. Fulko został zabity. Na ten został streportowany tutaj. Hej du. Nagrodę jakąś kurwa bym dostał? Chuj coś tam? Kurwa, po co? Ich würde gerne etwas über den Stammler wissen. Über den Stammler? Tja. Über diesen weiß ich nicht viel. Eigentlich gar nichts. Ja, nie wiadomo, wszystko już. Da fällt mir was ein. In der Bibliothek des Wassermages Telem müsste es ein Buch über diesen geben. Zumindest hatte ich für längere Zeit dort eins gesehen. Okay, dzięki. Fulko ist tot. Ja, ich hörte bereits davon. Diese Verräter hat es nicht... Glücklicherweise konnte ich ihn noch rechtzeitig entlarven. Ja. Danke, dass du Tamora gerettet hast. Alle? Doch. Was? Erwarte nicht, dass der Stadthalter sich dankbar zeigen wird. Dafür kennt nichts mehr, doch. Hey, auf einmal jetzt Stadthalter und nicht mehr der Fürst von Tamora? Nun, ich denke, dass Bruno nach dieser Geschichte wieder bereit sein wird, Roba wieder seinen König anzuerkennen. Więzień. Trzeba więźnia wypuścić też. To jest mój postulat. Trzeba więźnia wypuścić. Kończę na tym odcinek. Cześć.